Suppen erhöhen permanent deine Werte. Das habe ich schon bei einigen Suppen festgestellt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 242. Insider dürften wissen, was die Zahl bedeutet. Und Eislanze sollte man natürlich nehmen, wenn man einen Feuerteufel begegnet. So, das haben wir jetzt hiermit auch gemacht. Rampek ist noch immer hinter mir. Und was gibt's hier zu holen? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja, dann gucken wir doch mal. Hier sind die alten Ruinen. Gucken wir mal ins Logbuch. Unheimliche Ruinen heißt das hier. Schatzsuche über Quellhöhle. Fleischquellen für Drompek und Kane. Gut, okay. Unheimliche Ruinen. Hier steht drin auch, dass Pampek mich begleitet, aber nicht bei allen Gegnern mir helfen wird. Tja, das habe ich ja schon mal so ein bisschen mitgekriegt. Bin ich echt am Überlegen, ob ich da jetzt da reingehe. Oder ob ich mich erstmal um eine bessere Hitzeschutzrüstung kümmere, die es in Uga geben soll. Aber ich bin ja neugierig, wir gucken mal. Also da hinten, Moment mal, wo geht's denn weiter? Wir gehen mal hier so serpentinförmig. Hier ist nichts. Weiter. Und Untote bei den alten Ruinen, bei den unheimlichen Ruinen. Naja, da wird es wahrscheinlich mehr geben als nur Skelette oder wie oder was. Ach du Scheiße, hier ist das ja schon. Na super, klasse, geil. Ja, da werde ich mal speichern. Ah, da steht schon was. Jawoll, da ist Summer. Wieder. Werde mal vorsichtshalber mal einen Feuerpfeil laden. Ich bin erstmal neugierig mit dem Prampek zusammen, was wir hier machen können. Skelett. Oh, Skelettschütze, auch das noch. Das ist ja übel. Haben wir irgendwie eine Chance, jemanden zu treffen von hier aus? Sieht nicht so aus. Was ist mit dem Skelett? Ja, das wird's. Okay. Muss ich aufpassen, dass mir nicht der... Ach ja, also. Wow. Da haben wir mal Glück gehabt. Pampek, wir hatten Glück. Sind nicht über die Brücke gekommen. Dann schauen wir mal, was die so alles haben. Rostiges Schwert, geschärft und vergiftet. Auch das noch. Mann, oh Mann, das hätte ja böse ins Auge gehen können. Aber ich habe jetzt die Vermutung, dass wir hier noch schlimmere Geschichten auf uns warten. Wo ist wo? Da, 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 da haben wir wieder einen Schützen. Und da auch einen? Oh, da sind ja jede Menge. Aber der trifft mich nicht. Wie lustig. Nochmal Glück gehabt hier. Da ist noch ein Skelettkämpfer. Ach, der ist da hinten im Dings. Ne, das, oh, den kriegen wir auch. Schön. Ah, da sind ja überall. Hallo. Oh, da sollte ich mal am besten hier mal. Genau. Und Peck, gut gemacht, danke. Jetzt will der noch weiter weg? Was macht er denn? Wo ist er denn jetzt? Ach, okay. Dann räumt er erstmal auf, dann räume ich hier auf. Ja, ja. Ja, mehr gibt's wohl nicht. Das waren die alten. Am besten, ich speichere erstmal ab. Dann wollen wir mal gucken. Oh, wo ist ein Prompek? Das ist ein Skelettschütze. Den eventuell. Nee, den lasse ich erstmal außen vor. Oh, jede Menge Skelettschützen. Was haben wir denn hier im Raum? Aber, da kommt bestimmt das Böse von oben. Da sind überall nur Schützen, das ist doof. Aber wo ist Prompek? Skelettmagier? Gibt's das jetzt auch? Wo kam denn das jetzt wieder her? Prompek, herkommen!
Scheiße, ich hätte eine Pfeife haben müssen. Und dann den irgendwie. War denn jetzt dieser Sprecher? Untoter Magier. Ach so, okay, da ist die Frage ja schon beantwortet. Wenn ich doch wüsste, wo der Prampek ist. Mist, Untoter. Uah. Auf jeden Fall versuchen die mich zu. Hier ist er hier. Dass ich vielleicht hier verlaufen. Alte Ruinen. Da ist er. Da ist er. Da, Prampak, klebt da rum. Tja, da bin ich mal gespannt, ob ich da zu ihm hinkomme, ohne dass ich da was abkriege. Okay, Arme. Der Arm ist völlig. Ach so. Verstehe. Hier ist eine Ansammlung voller Skelette. Naja, vielleicht kann ich einen kleinen Barrand kriegen. Ach du liebes bisschen. Ah, da hinten ist einer. Der versucht die ganze Zeit. Okay, jetzt habe ich natürlich keinen Mana. Der trifft mich nicht. Also was ist denn das Lustiges? Der trifft mich einfach nicht. Okay, nochmal sicherheitshalber einen nachschlucken. Läuft bei mir aus. Los, jawoll. Dann haben wir hier noch einen untoten Barandkrieger. Bleibe ich jetzt an der Mauer hängen mit meinem Spruch? Oder? Ja, Scheiße! Jetzt habe ich den erwischt. Oh, jetzt habe ich wieder nichts. Ach hier, er trinkt. Träumt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ja ziemlich übelst. Aber ich sollte hier diese Situation ausnutzen. Jetzt kannst du was erleben, Mama. Eben nicht. Ah ja, er versucht, sich davon zu lösen. Und kämpft gerade mit jemandem. Quest unheimlich. Der hat ihn kaputt gemacht. Wer war das? Ein untoter Warandkrieger. Da sind noch mehrere von denen. Ach du liebes Läuschen. Unheimliche Ruin. Prampak ist tot, das will ich nicht. So, ich hol mir den jetzt mal hier ganz schnell her. Weil das ist mir ein bisschen zu riskant da oben. Was haben wir denn da? Untote Warandkrieger, Schattenläufer. Was? Schatten? Skelettkämpfer, kein Schattenläufer, Mann. Herr Prampek, was macht man jetzt? Hauen wir hier wieder ab? Mir ist das ein bisschen zu ätzend. Ich speichere mal ab. Wenn Prampek sagt, das sind ganz viele Leute, dann sind das viele Leute. So, mal gucken, ob ich den untoten Warandkrieger. Oh, da sind ja noch mehrere. Die sind sogar alle da oben. Hab ich da Glück? Alter, das klappt. Cool. Der ist hin. Dann haben wir hier noch welche. Auch gut. Perfekt. Auch gut. Skelettkämpfer. Ah, da reicht das Mana bestimmt nicht aus. Dann hole ich mir noch einen Schluck Mana, Mana. Batu, batu, die Supp. Und gehen mal hier. Oh, der sitzt, glaube ich, auf der anderen Seite. Oder steht auf der anderen Seite. Ja, besser kann es nicht gehen, ne? Speichern. Gut, dass ich mich mit kleinen Feuerstürmen so eingedeckt habe. Aha, alter Zweihänder, das ist das, was eben runterfiel. Da ist da eine Tür mitten in der Wand. Ach so, da kommt man so rein. Mal gucken, was hier ist. Vielleicht sind hier noch irgendwelche. Aha, aha, aha. Moment. Sieht man erst ganz schlecht. Ah ja, Tatsache. Skelettschütze. Der wird mich garantiert treffen. Okay, Glück gehabt. Dann haben wir noch einen untoten Warand.
Krieger. Hallo. Nein. Aber trinken. Jetzt habe ich das wieder. Jetzt habe ich wieder meinen kleinen Feuersturm sozusagen deaktiviert gehabt mitten im Inventar. Bisschen unübersichtlich. Gut, dass sie da alle stehen. Gut, dass sie da alle stehen. Ah, Leute, sorry, dass das jetzt so ein bisschen länger dauert, aber Vorsicht ist geboten hier. Hier ist niemand mehr. Vielleicht sollte ich mal probieren, doch meine Waffe hier. Ah, das kommt gut. Okay, klasse. Okay, dieser Raum ist schon mal safe. Und dann schauen wir weiter. Am Weg geht's noch gut. Okay. Wer hat sich denn da wieder gemeldet? Schwertchen technisch. Okay, hier gibt es noch jede Menge. Die sind wahrscheinlich alle oben. Die sind alle gesegnet und vergiftet. Meine Fresse, stellt euch mal vor, ich hätte da mal was von abgekriegt. Und das werde ich bestimmt noch. Und oder war? Das ist alles nur Mist. Nicht zu holen. Alles nur Mist, was man bei denen kriegen kann. Boah, Alter, die können sich auch nicht entscheiden. Waffe rein, Waffe raus. Raus, Waffe rein. Ah. Headschütze. Bisschen Kram und das. Nein! Alter! Brambeck, verlauf dich nicht. Ich muss mal zu dir kommen. Jetzt haut er wieder ab. Herkommen. Bitte, herkomm zu mir. Nicht runterfallen. Bleibt er hier in so einer Situation? Was hat er denn gesehen? Alter, nee. Schaut euch das an. Das ist ja nur voller Skelette. Rampek, kommt doch mal mit. Shit. Nicht zu holen. Kriege ich den bloß wieder weg? Wie kriege ich den bloß weg? Ich glaube, ich werde mal abspeichern. Mal gucken, vielleicht kommt er dann automatisch. Nicht zu plündern. Automatisch zu mir. Kann ja sein. Aha, er bewegt sich. Ich habe nochmal neu geladen. Aber trotzdem bleibt er hier. Nee, komm her. Nein, Menno. Ich will nicht, dass er mir verloren geht. Psst, wo guckt er hin? Er guckt in die Richtung. Das heißt, also hier oben ist was. So, war er das? Den er fixiert war? Nee. Steht da Schwarzpulver? Okay, darum kümmern wir uns zum Schluss. Und, aha. Da ist noch einer. Und da oben war auch noch einer. Und jetzt sind sehr viele hinter mir her. Das ist nicht gut. Da ist Brambeck auf jeden Fall schon mal an meiner Seite. Ja, dann gehen wir mal wieder kurz zurück zum Turm. Brambeck, gibt es noch was aufzuräumen? Hm, keiner trifft. Doch mit meinem Feuersturm. Jawohl, der trifft wenigstens. Ist ja auch ein Sturm. Weiter geht's. Jetzt mal hier
Ach, nee. Da oben, da oben, da oben, da oben. Und der hat mich getroffen. Oh, da oben sind zwei, ja? Ich. Tja. Bekämpfe erst die Orks und Assassinen, wenn du deinen Auftrag erfüllt hast. Daran müssen wir uns halten. Ich würde sagen, dann rennen wir mal eben schnell rüber, Prampek. Da oben liegt eine Skelettleiche. Wie soll denn das gehen? Skelettleiche. Okay. Dann gucken wir mal, was es hier um die Ecke noch gibt. Hier ist doch noch bestimmt einer. Da oben. Aha, da oben. Okay. Immer wieder mein Feuersturm. Wunderbar, hat geklappt. Gespeichert habe ich jetzt. Gucken wir mal. Warner reicht noch. Da oben ist noch ein Skelettschütze, aber inwieweit? Erstmal. Ah, da ist er. Oh, der hat gar nicht geschossen. Gut. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Machen wir ihn heiß. Kalt ist er ja schon. Oh, oh, oh. Man kann ja auch zählen, wie viel das waren, aber das kann ich jetzt hier so mittendrin nicht machen. Gibt's hier wen noch? Gibt's hier wen noch? Prampek? Prampek? Okay, komm mal mit. Hier zur Treppe. Nicht, dass du mir irgendwie wieder wohin läufst. Ach, der läuft natürlich nicht mit. Schauen wir mal. Okay, er macht wieder. Aha, Glück gehabt. Wo war er denn? Wo war er denn? Wo war er denn? Mann, oh Mann. Der Suche nach Prampek. Oh, hier gibt es noch ein paar Sachen. Ja, ich musste nochmal neu starten, weil es mir dann doch ein bisschen zu ruckelig wurde. Verbessern tut sich hier auch nicht viel. Alter Bogen, Prampek, wo bist du? Nicht zu plündern. Okay, gibt's nichts mehr, ne? Da ist nicht zu holen. So, gib doch mal laut. Oh, ich hab was gehört. Ach, da unten ist er. Oh, der Arme. Komme ich denn jetzt runter? Nee, ich werde runterspringen, das werde ich aber noch aushalten, ne? Jawohl. Okay, die sind noch am Schlafen. Da müsste ich mal wieder meine Blitzebogen mit Feuer bespannen. Wer ist das? Wer schießt hier? Ach, da hinten. Der schießt. Trifft mich nur nicht. Na los. Ah, der letzte Schuss, ne? Weiter hier, was hier so passiert. Da kommt wieder so ein Vieh an. Mensch, der Arme. Jetzt werde ich wieder hier angegriffen. Da hinten ist da noch einer. Will dich haben. Die haben sich einfach vorgewagt. Stufe gestiegen. Wunderbar. Sobald da unten nichts passiert, kann ich ja eigentlich... Was ist denn eigentlich mit diesem Vieh da unten los? Das ist doch ein Schattenläufer, oder nicht? Schattenläufer-Skelett sogar. Oh, kann das sein, dass jetzt hier... Oh, ist das spannend. Ah, so. Ein toter Warandkrieger. Ah. Prampek hat ja auch einen
Aha. Okay, versuchen wir das mal hier im Duett. Ah, die sind alle hier unten drunter. Das ist natürlich nicht so pralle. Sieht aus wie eine Arena hier. Ach, was machen wir denn jetzt? Bleibe ich auch noch hängen an ihm, Heinz? Okay. Und die Musik wird immer dramatischer, Mensch. Ja, okay, da ist wieder... Ah, da ist wieder der... Oh, ja, komm! Verdammte Hacke, der hat es tatsächlich fast geschafft, hier hochzukommen. Kommt der nochmal eventuell? Ah, ich weiß, der Ring. Außerdem habe ich meine bessere Rüstung nicht dabei, beziehungsweise darf ich auch nicht anziehen. Und dreht er hier durch, hier der Compact hier. Verde Merde, was mache ich bloß? Ich darf nicht runtergehen, das ist doch dull. Ah, da... behagen sich gegenseitig. Ja, sorry, dass das so ist. Ein toter Warandkrieger. Haut er wieder ab. Aha, ich habe dafür den Schattenläufer, das Schattenläufer-Skelett gekriegt. Der braucht auch nicht mehr viel. Verdammte Hacke, ist das gut gelaufen bis jetzt. So ein Pampek. Der versucht da hoch zu. Der dotzt sich seinen Kopf an. Ah, hier haben wir ja noch einen. Schattenläufer-Skelett. Menno. Speicher mal. Ja, ich musste nochmal neu laden. Also speichern und nochmal neu laden, damit Prampek hier aus seiner Zappelei rauskommt. Und hier unten drunter ist natürlich noch dieser blöde. Skelettschattenläufer. Den werde ich aber garantiert nicht kriegen, indem ich runterspringe und ja, mein Gott, da ist doch der Kopf. Ah, schon wieder eins von diesen Viechern. Ja, toll. Hm. Soll ich es riskieren? Ich kann nicht hochspringen. Ah, ich kann nicht weit springen, weil die Decke ist zu niedrig. Mist. Los. Schieß doch! Nee, klappt auch nicht. Schade. Dann bleibt mir eines. Dann bleibt mir echt nur noch eines. Das ist etwas, was ich hier noch ein bisschen habe. Ich werde die ganze Sache mal ein bisschen verlangsamen. Wow, das ist geklapper. Tastaturgeklapper. Das Ding ist erledigt. Nicht bleibt so. Meine Hand geklapper? Gar nicht. Okay, Alter, Zweihänder geschärft. Da oben ist noch Prampek. Prampek, Entschuldigung. Speichern. So wie ich das gesehen habe, ist da hinten eine Truhe. Und ich wette. Was? Er will zu mir. Mhm. Ich wette. Oh. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass ich 300 Jolt, dass ich einen Schlüssel bräuchte. Und dabei ist sie unverschlossen. Alter, wie irre ist das denn? So, große Frage, was kommt dann? Da ist noch ein Warandkrieger mit dem Knöchelchen. Werde ich versuchen, hier hochzuklettern. Geht das? Ja, geht. Lass mich mal vorbei, Ork. Okay, dann müssen wir die hier uns noch vornehmen. Und dann gucken wir erstmal, wie die da so alle Skelettkämpfer, Skelettschütze... Fernkampf-Skelette hier. Wie viele sind denn das? Erstmal gucken. Da oben auch. Okay. Der ist sogar im Dings. Ha! Im Laufmodus. Komm. Jetzt klappt's. Hervorragend. Langsam und sanft sinkt er zu Boden. Wir haben noch einen Skelettschützen. Ich glaube, von der Entfernung schaffe ich den nicht. Den schaffe ich? Ja. Ich habe, glaube ich, 138 Geschick. Ah. Sollte ich doch mal... Doch mal hier so ein bisschen... ums Eck. Das? Nee, das ist er nicht. Das ist ein anderer. Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist...
kommt der Skelettkämpfer. Ach du liebes bisschen. Oh. Was soll denn das? Bleib ich an dem hängen? Da bin ich doch tatsächlich in diesem Mesh, in dieser Meshhülle vom Prampak hängen geblieben. Jetzt mal gucken. Lage sondieren. Okay, dann machen wir nochmal den hier weg. Nee. Und ging's besser. Okay. Wunderbar. Gleich abspeichern. Gut. Mal gucken. Hier haben wir noch einen Skelettschützen, Skelettkämpfer. Skelettschütze, Leute, ich bin mutig. Bin mal gespannt, ob ich den treffe. Das ging ja irgendwie ein paar Mal. Okay, es kommt jemand. Wo ist wo? Hm? Was? Alter, wer war das? Ja, ich häng wieder da bei dem Prampak. Irgendwer schießt hier. Ach, der Linke, ja, ja, klar. Na. Nee, das ist der Rechte. Ich will den anderen haben. Naja, vielleicht kommt er dann mal ganz kurz. Nee, das funktioniert nicht. Ich wollte eigentlich mit den Cursor-Tasten mal... Da muss ich doch noch ein bisschen nach vorne gehen. Keiner trifft. Na, den da hinten. Weil der da um ist... noch ein Skelettschütze. Ich will dich aber haben. Genau, richtig. Trifft mich nicht. Ist das klasse. Was haben die denn? Wattebäuschen an ihren Pfeilspitzen oder was? Speichern. Das ist echt der Hammer. Okay, das sind alles Skelettkämpfer, Skelettkämpfer. So, mal gucken. Ich kann ja so durchscrollen eigentlich, aber doch nicht so gut. Gibt es noch mehr Skelettschützen? Sieht nicht so aus. Okay. Prampak. Wollen wir es wagen? Weil Unwetter kann ich nicht nehmen. Der ist ja bei mir und dann kriege ich von ihm eine auf die Mütze. Das wird er als Angriff werten. Okay. Risiko ist alles. Erstmal gucken, wer ist hier am nächsten. Aha. Da kommt schon mal der Erste auf mich zu. Vielleicht sollte ich dann aber trotzdem noch mal einen Bogen zur Hilfe nehmen. So, wer ist denn hier am nächsten dran? Wie sieht es mit der Zeit aus? Okay, ein bisschen haben wir noch. Okay, nehmen wir dich. Okay. Nein. Pech gehabt. Ja, ich habe mir überlegt, so während ich spiele, ich kann ja meine Tode auch irgendwie mal rausschneiden und dann halt eben weichen Übergang machen, gut, okay. Aber ich habe mir gedacht, nö, das wäre dann zu perfekt. Da oben ist ja noch einer. Das ist ja doch... Da sind drei gewesen, also... Dann haben wir noch einen. Also drei am Fenster, wovon ich vorhin einen abgeschossen habe. Hau doch ab! Jetzt hab ich... Oh, ich fasse sie. Okay. Und enge Kreise ziehen hier bitte. Ich geh mal eben kurz hier rein. Prampak. Fressen und speichern. Naja, Prampak ist beschäftigt. Mit wem? Mit dem Skelettschützen da oben, oder wie? Ehrlich. Er muss ja wohl irgendwie... Okay. Ah ja, okay, jetzt ist er nicht mehr beschäftigt. Wow, speicher nochmal. Voll die Speicherfolge. Immer nach jedem Kampf abspeichern. Da oben ist ja wieder einer.
Das ist ja der Hammer. Okay, den kriege ich so nicht auf die Schnelle. Ah, ein Skelettkämpfer ist auch noch dabei. Da prallen meine Pfeile ab. Aha. Aufpassen, dass ich nicht zu nah bei den anderen bin. Wieso? Ach, einen untoten Warandkrieger gibt es auch noch. Okay, okay, okay. Kommt alle raus. Richtig. Bleibt alle hängen. Zeigt euch. Hier ist wieder Kirmesschießen angesagt. Ach ja. Oh, oh. Er braucht ein bisschen mehr. Tja, da muss ich mal eben kurz meinen kleinen Feuersturm nehmen. Der ist, glaube ich, besser. Jawohl. Da ist es doch. Hervorragend. Pfeile gibt's nicht. Zeit. Ich habe noch ein paar Sekündchen, denke ich mal. Also hier ist was los, Leute. Hier ist echt was los. Wenn wir hier mal ein bisschen so auflesen, das Ganze. Da zwei Hände vergiftet. Alter Bogen. Noch einen alten Bogen. Da kann man sehen, wie viele Schützen da oben waren. Wenn es da oben so viele Leute gibt, dann kann man doch bestimmt von irgendwo hoch. Werdet ihr aber in der nächsten Folge sehen. Der Morgen graut hier schon und Hammer. Danke fürs Zusehen und ihr wisst Bescheid. Ciao.